Alt, echt, ja? Wie kurz sind denn die Kapitel jetzt hier? Ja, die gehen jetzt recht schnell irgendwie, hab ich das Gefühl. Da würde mich jetzt auch nochmal interessieren, hat sie das überlebt oder nicht? Was ist denn das? Na, also den Drauszern hat sie ja überlebt. Die Frage ist nur, hat sie diesen Absturz überlebt? Irgendwie. Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Viel Spaß noch! Ich finde die gut. Oh, ey, tust du das? Das ist Wahnsinn! Jessica! Oh mein Gott! Nehmt scharfen J, Alter. Oh mein Gott! Jessica, was ist denn los? Oh. Shit! Ein Mann könnte. Die hat den Heroes damals mitgespielt, ja. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. War unbesiegbar. Da gibt es auch noch hatte Selbstheilungskräfte damals, war? Könnte er sich da verstecken? Fünftens. Beute. 6 Stunden bis zum Morgengrauen. Bis zum Morgen, mein ich. Okay, guck mal, jetzt sieht er auch schon ein bisschen ledierter aus. Gar nicht gut. Nein, gar nicht gut. Und da sind auch Wölfe. Was ist das? Was sieht da? Hat der da was abgeschlossen gerade? Oder? Ja, so irgendwas vorgestellt oder was? Das ist wahrscheinlich der Zugang zu irgendwas. Oh, jetzt heißt es bestimmt gleich wieder ruhig halten, damit Stevie sich nicht bewegt oder so. Ach du Scheiße. Oh, ja, warte mal. Ich war nicht nur vor. Sehen wir uns das mal genauer an. Ja. So, damit sie uns nicht sehen. Die Licht rumfummeln. Ey. Ach, Mieke, Mieke, Mieke. Läuft er da jetzt noch irgendwo rum? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Also nur in so einem Unterhemd ist schon knackig irgendwie. Hätte ich jetzt nicht so den Bock drauf. Tatsächlich. Ich meine, ich bin zwar durch eine dicke Fettschicht geschützt, ähnlich wie ein Wal, aber hätte ich trotzdem nicht so Lust drauf. Hundis? Hallo? Gott. Warte mal, gehen wir erstmal hier kurz lang. Vielleicht finden wir hier noch ein T-Shirt oder so. Oder ein Pullover. Irgendwas Schönes. So, das sind doch hier auch schöne Verstecke für Totems, hoffentlich. Ja, wir wissen ja, wenn uns ein Wolf angreift, weiß ich nicht, dann machen wir nichts oder so. Das ist Matt. Okay, Matt steht vor einer Tür. Couchkommando bei Frakas. Grüß dich, Martin. Schön, dass du da bist. Martin, je pennen, Alter. Wir tuscheln über dich, ist auch schön. Ja, genau. Richtig. So, Opa, sie ist schon wieder einkötet. Schon sitze ich schon wie die Prinzessin auf der Erbse. Das ist ekelhaft, Alter. So, ja, Entschuldigung bitte. Wir sind am Tag der persönlichen Begrüßung. Achso, ja genau. Mach mal kurz, ich muss eben gerade kurz was zu trinken holen und was zu knabbern, bin gleich wieder da. Da ist er wieder. Ah, da ist er wieder. Back again. So, ich hab Jojo gerade einen rausgeschmettert irgendwie, aber dann wurde mir geschrieben, Jojo ist ja nicht mehr da. Ich wollte gerade sagen, Jojo hat vorhin noch geschrieben, sie ist kurz weg. Ja, redet doch mit mir, Benny. Ich kann doch den Chat nicht so verfolgen hier. Ich bin noch drin. Ich bin noch immersiv drin in der Story, Mann. So, warte mal, hier hängt noch ein Schild. Ich würde mir erstmal ein Schild durchlesen. Ich bin nämlich so ein Typ, der sich gerne Warnhinweisschilder durchliest. Das ist so ein Hobby von mir. Einfach so ein Pfeil nach links. Schön, schön. Super. Condemned. Oh, verdammt, wunderbar. Wieso sollte ich auch nicht am unheimlichsten Ort der Welt landen? Behördlich gesperrt. Ab sofort ist allen Personen die weitere Benutzung oder Bewohnung dieses Gebäudes gesetzlich untersagt. Ja. Schön. 1954, ist aber schon ein bisschen länger her. Warte mal, hier, okay, mal, geh mal, hier, da ist die Klappe. Yeah. Da gehen wir mal schauen, gucken. Und schieben.
Rabbit? So, wenn er jetzt wirklich durch einen Lüftungsschacht taucht, dann ist wirklich hier... Stimmt, langsam. Ist klar. Dann wird irgendjemand hier verklagen. Er verschafft sich zumindest Zutritt. Ja. So, Mike. Ey, du bist da hier wie Sau. Ich sehe auch nichts. Gar nichts. Gar nichts. Das ist auch so ein Scheiß, den kennt wirklich jeder, ne? Irgendwie. Oh, warte mal, da oben. Da glänzt es. Kann ich da hochklettern? Möchte klettern. Klettern, bitte. Macht er nicht. Will er nicht. Achso, wir spielen hier eher den unsportlichen Charakter. Genau. Gerade er. Warum klettert der da nicht hoch, Alter? Wieso? Vielleicht gibt es ja irgendwo eine Leiter, einen Trapper, irgendwas. Meinst du eine Leiter oder eine Trapper? Ja, guck mal, da gab's mal eine Leiter. Ja, hilft uns jetzt leider nicht weiter, die Leiter. So, dann müssen wir uns anders umsehen. Vielleicht ins Gully? Können wir hier runter? Nee. Sind wir jetzt schon im gefangenen Raum oder was? Kommen wir jetzt hier gar nicht mehr weiter? Nee, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, oder? Vielleicht kommen wir doch nur zu zweit hoch. Kann das sein? Ich weiß nicht. Oh, warte mal hier. Groß Ashley. Ashley, na, Ashley ist doch... Alter, Ashley ist da immer noch in der Mine. Ich verstehe auch ja nicht, warum er den Typen hinterherläuft. Was ist denn jetzt? Stell doch bitte nicht die Öllampe auf das Glas, auf das Fass mit Öl! Ach, oh, ich könnte... wirklich. Das dreht mir auf. Warte, ich geh Picard weiter kicken? Was machst du? Viel Spaß euch noch. Kick Picard weiter. Ganz vergessen, Alter, bleibst hier. Viel Spaß, Martin. Lebe lange und in Frieden. Warte, kannst du jetzt schon so richtig, dass wir jetzt hier hochklettern? Achso, siehst du das ja nicht. Kannst du den Spock-Gruß? Benny? Kannst du? Es gibt viele Leute, die können das nicht. Die müssen dann immer anfangen, hier irgendwie ihre Finger zu zerwichsen irgendwie. Nee, ich kann das aber auch nur mit dem. Mit der Seite krieg ich es nicht hin. Ja, es geht nur mit der Hand. Oh, Balanceakt. Ja, links, rechts, geradeaus. Ja, nicht zu, ja, ja, oh, gerade so. Tatsächlich ist, ich glaube, man kann jetzt ja nicht so viel falsch machen. Sag und fall gleich runter. So. Oh, ist auch bestimmt total witzig für die Leute, witzig in Anführungsstrichen, für die Leute, die nachher irgendwie das auf YouTube schauen, so, warum macht der jetzt den Spock? Gruß, was, hä? Ist er auf Drogen? Wow, schon besser. Was ist denn da besser? Er sieht mehr, ich weiß auch nicht. Er ist halt meilenweit von seiner Freundin, die irgendwo seine Hilfe braucht, entfernt. Aber Hauptsache, er macht erstmal einen Lost Space-Besuch hier. In Beelitz Heilstätten. So, was haben wir denn? Hab ich da gerade Chapel gelesen? So, okay, er läuft doch gerade von alleine. Ich kann nichts machen. Gar nichts. Chapelle. Oh, ein Knochen für 200. Das ist doch nicht. Das ist nicht fair. Was zum? Er hat natürlich hinter sich verschlossen. Das ist. Komm, ich stecke ins Mikro beißen. Also hinter dir war auf jeden Fall noch ein Punkt, den wir inspizieren konnten. Willst du nochmal schauen da hinten? Geht mal nochmal nach. Okay. Ja, da wurde so zumindest angezeigt. Okay. So, Benny, chattechnisch rastert da relativ viel gerade irgendwie. Hast du den so ein bisschen im Blick? nein. Oh, hier. Sunshine fragt sich gerade, was guckt man ihn bei der Wien? Was? Wer ist das? Picard. Ja. Oh, warte mal, gibt's da zu lesen? Die nächste Seite des Kamasutras. Nein. Und einmal die Taste losgelassen und sofort geht er aus dem Spiel raus. Okay, grab it. Muss hier drückt halten. Mitteilung, Datum 4. Januar 1952 an Sanatoriumspersonal von Mr. Roche.
betrifft Rettung der Bergarbeiter. Hiermit informiere ich Sie, dass die Rettung der Bergarbeiter morgen, 5. Januar, abgeschlossen werden soll. Da die Zahl der überlebenden Bergarbeiter unbekannt ist, bereiten Sie alle Betten auf Station A vor. Die Presse wird morgen vor Ort sein. Sie muss Zeuge werden, dass wir den Bergarbeitern die bestmögliche Behandlung angedeihen lassen. Sanatorium hier. Schön. Beachten Sie, dass den Besuchern von der Presse der Zutritt zur Psychiatrie untersagt ist. Nichtbeachtung dieser Anweisungen würde sich schlecht auf Mr. Bragg und das gesamte Sanatorium auswirken und hat eine fristlose Kündigung zur Folge. Ohoho, da weht aber ein ganz eiser Wind durch den Arbeitsvertrag, möchte ich meinen. Wenn es so läuft hier. Huhuhu. So, okay. Habt uns das jetzt irgendwann gebracht? Ich glaube nicht, ne? Oder? Nee, bis auf, außer, dass wir die Info haben, dass wir in so einer Psychiatrie sind. Admin. Hier finden wir einen Admin. Oh, warte mal, hier können wir auch nochmal gucken. Schwäben. The Blackwood Pines Sanatorium. Eröffnet 1922. Mens sana et corpore sano. Kann jemand von euch Latein? Nein. Kann mal jemand kurz in Google reinhauen, was das heißt? Mens sana in corpore sano? Ja, keine Ahnung. Gib mal, was Diepel sagt irgendwie. Der das hier liest, ist doof. Wir keine Advokatin unter uns? Ein gesunder oder Geist Medizin? In einem gesunden Körper. Okay. Grundsätzlich erstmal nicht schlecht. Noch besser als die Belitzer. Hm? Ich sehe hier auch Parallelen, Melli. So, gucken wir mal kurz beim Admin drin. Hallo, ich hab da ein Problem mit meinem Computer. Kannst du mal kurz kommen? Ich hab da auf einen komischen Link gedrückt. Jetzt ist alles irgendwie komisch. So, hier hinten. Was haben wir hier? Oha! Fotoapparat. Der steht hier, um Geister zu fotografieren. Ne? Sind wir jetzt doch wieder bei Phasmophobia und dem Monologologist? Dem Monologologist. Genau. So, stell wieder zurück. Okay, wir haben jetzt einfach bloß einen Hinweis gefunden. Schön. Ich dachte, wir können die wenigstens mitnehmen. Ja, dachte ich auch. Also gut, aber was sollen wir jetzt mit der Kamera? Nimm dieses Foto, du Schwein! und geh! Oh, Alter, nicht wahr. Ach du Scheiße. Ja, schön, lass doch mal in die Leichenhalle gehen, Alter. Nein. Also doch, wir werden da gleich hinnehmen. Das wird gut. Warum? Wird wir spielen gut. Hier nicht, wie hieß das andere Spiel? Mortuary Assistant. The Mortuary Assistant. Oh Mann, die nächste Zeitung, juhu. Da freut mich. Können wir nicht mal einen Comic finden? The Butter Post, 9. Januar 1952. Reporter auf Blackwood Mountain angegriffen. Blackwood Pines ab. Ab? Egal. Ein Reporter des Alberta Bugle wurde gestern von Sicherheitskräften des Blackwood Sanatoriums angegriffen und anschließend ins Krankenhaus angewiesen. Chuck Bernstein, ein leitender Nachrichtenreporter, wollte die Bergarbeiter interviewen, die am Dienstag unter dramatischen Umständen gerettet wurden. Die Männer waren unter Tage über 3 Wochen eingesperrt. Alter. Nachdem Befestigungen in der Nordwestmine im Dezember zusammengebrochen waren und werden jetzt wegen Unterernährung und Traumata im Blackwood Sanatorium behandelt. Jefferson Bragg, der Alleineigentümer der Northwest Mining Company und des Blackwood Sanatoriums, erklärte dem Bugle gestern, der Vorfall sei bedauernswert und eine umfangreiche interne Nachforschung wird durchgeführt. Weiterhin behauptete er, dass Bernstein ohne Erlaubnis das Sanatoriumsgelände betreten hatte. Es wird angenommen, dass der tätliche Angriff aufgrund eines Streits um Bernsteins Kamera entstand, die kurz zuvor konfisziert worden war. So, so! Deswegen haben wir die Kamera gefunden, ich verstehe. Ja, aber können wir denn nicht, also vielleicht ist da noch eine Speicherkarte drin. Genau. Naja, theoretisch, ich würde jetzt nochmal gucken gehen, da würde ich nochmal jetzt zurückgehen und sagen, hallo, was ist denn los? Moment. Können wir gerne machen, aber ich glaube, dass 1952 oder so keine Speicherkarten gab. Das weißt du doch gar nicht. Da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, das ist natürlich ein. Ah, vielleicht ist das ein Film drin. Ein Film könnte drin sein. Den müssen wir dann aber erst entwickeln im Rotlichtmilieu. Ich würde ihn erstmal safen. Ich würde ihn erstmal mitnehmen und sagen. Ja, wenn wir es können. Ich weiß nicht, ob wir es können. Ja, nee, ist aber auch. Kaffeeche. Kannst du nicht machen. Schade. Na gut. Okay, dann auf in die Morgue.
Gelungen! Es war Mein Herz brennt. So, was? Ja, das war ein Funfact. Das Video von Rammstein, Ich will, also das ist jetzt nicht das Richtige gewesen, sondern Mein Herz brennt, wurde tatsächlich dort gedreht, in so einem Hall. In Beelitz, ja? Schau an. Mein, er hat schon wieder der nächste Lappen hier. Junge! Benni, warum ich immer die Lesepassagen? Ich will, dass du immer mehr liest. Du kannst es so gut, liest. Guck mal, du kriegst doch die Komplimente. Du kannst eben nicht so gut. 6.1.52, Nummer 42, medizinischer Bericht, Bergarbeiter, behandelnder Arzt Dr. N.H.F. Bone. Medizinischer Bericht, Bericht betreffend Ausgangszustand der 12 Bergarbeiter nach dem Einsturz der Mine und der anschließenden Rettung in Blackwood Pines. Aufnahme. Bei Aufnahmen der 12 Patienten in die medizinische Einrichtung des Sanatoriums hatten wir angenommen, die Männer seien völlig ausgemergelt, erschöpft und verwirrt. Jedoch machen die Bergarbeiter einen überzeugenden und relativ gesunden Eindruck, der sich auf ihre offensichtlichen Fund von Notration in der Mine zurückführen lässt. Wie prognostiziert, weisen einige der älteren Männer eine gehemmte Atemfunktion sowie Symptome einer Lungenentzündung auf. Auf psychologischer Ebene war der Wiedereingliederungsschock für einige Gruppenmitglieder nach der 23-tägigen Isolation schwierig zu bewältigen. Auch wenn ihr äußerlicher Gesundheitszustand besser als erwartet ist, besteht eine Beeinträchtigung aufgrund der Gefangenschaft in der Mine. Behandlung! Ab mit dem Kopf! Nein, Entschuldigung. Behandlung. Aufgrund der labilen Verfassung einiger der Patienten haben wir Flügel A des Sanatoriums abgeriegelt. Es werden so bald wie möglich psychologische Analysen durchgeführt. Die Männer mit Atemschwierigkeiten werden einer Bronchoskopie unterzogen und erhalten eine Behandlung mit Streptomycin. Ach, ich freue mich, Streptomycin. Jetzt kommen die medizinischen Fachausdrücke, die ihnen besonders Licht von der Lippe. Schön, danke, Benni. Die restlichen Patienten stehen rund um die Uhr unter strikter Beobachtung. Unterzeichnet Dr. Nicholas Henry Foles Bone. Schön, schön, schön. Mehr hatten wir jetzt hier nicht, ne? Nee. Mehr ist jetzt nicht. Wir können tatsächlich nur in die Leichenshow-Halle. Da würde ich auch ganz langsam die Treppe runterlaufen. Oh Gott, ey, du hörst überall noch diese Geräusche, ey. Da muss ich sagen, da hat Mike schon Eier. Da zeigt er Eier. Ich würde keinen Millimeter weiterlaufen. Nee, nee. Aber ich wäre sowieso nicht hier. Ich würde tatsächlich eher versuchen, irgendwie meine Freundin zu retten. Aber andere Geschichte. Okay. So. Nach auf das Ding und wie immer. Oh, Scheiße. Krass. Oh, die Machete. Nimm sie mit. Na, wir können doch nichts anderes machen, ne? Ja, ist doch völlig in Ordnung. Nimm sie als Verteidigung mit. So. Gegen was denn? Ja, gegen den Typen, der da rumläuft. Wir haben schon nicht auf den geschossen. Was? Ist halt... Das so, du! Was willst du machen? So, gegen die Wölfe würde keiner verstehen irgendwie, aber das ist, wir wissen ja eigentlich, dass wir nicht gegen die Wölfe damit agieren sollen. Also. Das ist schwierig. Das ist. Junge. Wieso? Warum? Ah, danke für den Coffees. Vorhang-Klischee. Na! Oh, Schnarkis. Ach du Scheiße. Der Fixerstuhl. Was war denn hier los? Ja, hier hat man auch tatsächlich für den einen oder anderen Drogenbedürftigen einen doch vertrauensvollen, gemütlichen Ort geschaffen, wo er sein Ding durchziehen kann. Ich will so nicht hier sein. Ich bin da, Sunshine. Fixer. Da fühle ich, wa? Hm? Oh Gott, was ist das? Oh, der Schatten hinten. So spät auf geploppt. Nein. Es ist ein kleines Hundi. Ja, ich weiß nicht, ob der so klein war. Oh, da hinten. Oh, leuchtet schon wieder was? Wieder was zum Vorlesen. Ja. Oh, noch ein kleiner Zettel. Aber pass auf, ich hab mal eine Idee. Ja. Hab ich mal eine Idee. Was ist? Wisst jetzt ja nicht, ob der so geht? Hallo? Ja, lass mal schauen hier. So.
Sofort antworten. Reporter und andere Schnüffler müssen um jeden Preis ferngehalten werden. So Modell Gollum. Schön. So, ich darf ja, fällt mir ein, ich hab ja schon ja, darf ja nicht so viel schön sagen. Ich darf nicht so viel grunken. So, das war nichts. Komm ich da hinten noch irgendwo durch? Nee, kann ich nicht. Ist einfach nur für den Zettel da im Raum. Ja, das ist, ja. Und die? Oh, cool. Schöne Perspektive. Schöne Resident Evil Perspektive. Mal ein Küsschen. Guten Tag. Mal ein Küsschen. Das ist ja, man muss das besser losmachen. Okay. So, auf jetzt. Ich mag so eine Perspektiven sehr irgendwie. Ja, sehr ängstigend. Oh, bitte nicht Hund, bitte nicht Hund. Ich mag so eine Räume nicht. Ja, da. Ich geht, Alter. Obwohl ich Ratten ja nicht so schlimm finde. Also so eine einzelne Ratte. Ich weiß, es gibt viele irgendwie, die sich halt so krankheitsbedingt so vor Ratten ekeln. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Ach du komm ja auf, Alter. Ey, guck mal, da ist Fieser Wicht. Ja, genau. So schön. So, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt einfach hin muss? Nein. Oh, nein. Soll ich. Nein, schau. Ich geht, das ist eklig. Nein, ich schau weg. Nein. Oder doch? Ah, es ist so ein bisschen aufregend. Aber ich guck hin. Soll ich. Nein, ich weiß nicht. Ach komm, wir gehen hin. So mal High Five ihm. Ja, oder er will Armdrücken machen oder so. Armdrücken ist aber auch schön. Wow. Mit dem Zeug. Fass das nicht an. Das ist voll uncool, Mann. Was ist. Was ist denn? Oh, das ist aber ernst daneben gegangen. Jetzt nimm die Machete und hack ab. Das sagst du so einfach. Ja, was willst du sonst machen? Rausreißen geht, das ist schlimmer. Aufhebeln, könnten wir probieren. Einfach öffnen, Finger amputieren. Scheiße. Ich probier mal Pfeile zu öffnen. Ich will mir noch nicht, ich stell mir noch nicht sofort meine Finger. Nimm doch mal ein bisschen mehr mit Hebelwirkung, du Pfeife. Da bricht. Ja, wir können immer noch schneiden. Ja, dann schneid, dann hast du Leckerlis für den Hund. Wir schaffen's, Mann. Hebel den Salat jetzt auf, Mann. Das wird nicht besser. Scheiße. Abbeißen. Na komm, willst du nochmal ein drittes Mal machen, oder? Ja, eigentlich hätte ich jetzt straight sagen müssen, wir probieren es nochmal ein letztes Mal, aber... Oh shit. Komm, mach, oh, zieh durch. Ah, Mann, Pflaster brechen, zieh mal immer durch. Komm, man macht da nicht so Schnitzchen. Komm on. Ach, Finger ab, schnell, Mika, dagegen machen. Einfach dagegen. Ah, der hat noch nicht mal ein Pflaster. Dann, oh doch, hat er. So eine olle, dreckige Müllbinde, die schon seit 60 Jahren da rumliegt, hat er. Schön. Benni, ja? Mein kleiner Scherz, pass auf. Wenn Mike fieser Wicht wäre, würde er nur noch so winken. Ach, du siehst das ja nicht. Du guckst ja nicht den Chat. Ich hab jetzt nur mit drei Fingern gewunken, Benni. Ist natürlich viel witziger, wenn man den Witz erklären muss. Oh, ich hab's mir fast gedacht. Ah, schön. So, ja, das ist jetzt. Was stand denn auf den Zettel drauf? Können wir den noch nehmen? Was stand da drauf? Edge oder was? Nee, du kannst da nichts mehr nehmen. Da kann ich vielleicht mal meine Finger mitnehmen noch. Hey, das wird ja hier immer besser. Toll. Seltsamer Schädel. Ja, das ist ja wirklich. Ich jetzt selber rüber gucke ich hier irgendwie bei dem Knalle. Schön.
So, okay, bevor wir jetzt hier in den nächsten Raum gehen, gucken wir hier nochmal. Vielleicht finden wir hier. Ja, genau. Wir gucken uns jetzt einfach mal so ein paar Sachen an. Cool. Ach, und natürlich, ist die Aktenhofbewahrung ist ein Traum hier in Belitz. Wenn man sich hier die Zettel hinpackt. So, wer lag jetzt da drin? Also. Name des Verstorbenen, der verstorbenen Person. Sarah Smith. Sterbedatum. Oh, ich muss mal anders. Pass auf. Hier, ich nur so ein bisschen hier, ne? Ein bisschen hier runter. Wir sind ja ein etwas älterer Herr. Sterbedatum 24. Februar 1952. Ich bestätige hiermit, dass ich mich um die Verstorbenen zuletzt am 8. März 1951 bis zum 24. Februar 1952 gekümmert und zuletzt am 24. Februar 1952 lebend gesehen habe. Todesursache: schwere Fleischwunde am Unterleib. Intraabdominale Verletzungen, hoher Blutverlust. Wenn der Tod durch externe Ursachen herbeigeführt wurde, in Klammern Gewalt, bitte das Folgende ausfüllen: Unfall, Selbstmord oder Mord, Mord, Art der Verletzung, Fleischwunde durch scharfes Werkzeug, womöglich Fingernägel. Zusätzliche Anmerkung: bitte das Feld auf der Rückseite für weitere relevante Informationen ausfüllen. Gezeichnet Dr. Ann Bowen. Adresse Blackwood Sanatorium, 24. Februar 1952. Schöni! Immer wieder schön! So. Mal gucken, was. Hier ist wahrscheinlich nochmal so eine Seite drin. Nee. Ho! Da scheint jemand anderes drin zu sein. Willkommen bei Resident Evil. Jetzt so, scheiße. Scheiße, ist das krank. Wirklich krank. Oh, komm, Alter, komm. Komm. So, was haben wir denn da? Eine Stechkarte. Schön. Aha, schön. Okay, sehen wir mal. Das ist ein Special Upgrade vom Händler. Genau. So. Und erstmal natürlich überall erstmal rumkicken. Vielleicht finden wir irgendwo noch eine Cola oder so. Ich weiß nicht. Ah, schön langsam aufziehen. Ah, die hat auch. Oh, doch, hier gibt man. Zettel. Medizinischer Notfalletikett. Name: Nicholas Bone. Etikettdatum: 24. Bababa und so weiter. Angriff durch Insassen. Tödliche Fleischwunde am Hals. Dann ja. Ist doch der Arzt, oder? Das ist der Arzt, ja. Der hat's, ja. Okay. Interessant. Ich geh mal weg. Interessant. Ich geh mal weg. So, wir gehen mal in die Chapel. Weil da wollten wir eigentlich hin. Security Pass. Und da muss er rennen. Und Pause. Hallo? Kann ich hier noch irgendwo meine Finger reinstecken? Ich hab da noch 3. An der Hand. Okay, gut. Gehen wir mal hoch. So, ja, unsere Gruppe sieht ganz schön ramponiert schon aus, Benny. Wir sind tot. Also, einer ist definitiv tot. Der andere. Die andere vielleicht auch. Oh nein. Ja, das wirkt natürlich halt bei so einem Wolf immer noch so den Jagdinstinkt. Der will auch nur spielen. Würde mich einfach klein machen, so zusammenrollen und mich von ihm so mitnehmen lassen. In seinen Bauch und mich von ihm aufziehen lassen.